Moin moin meine Diggers und Diggerinas. Ich werde gleich auf die neue Map eingehen und das mit euch ein bisschen auseinandernehmen und euch noch ein paar weitere Informationen geben, die ihr vielleicht noch nicht gehört habt, die neu zu Rainbow Six Siege dazukommen werden. Wir sehen uns dann nach dem Intro und nach dem Map-Trailer wieder. Der Style vom Trailer gefällt mir sehr gut, also auch das Design der Karte drumherum. Man hat wirklich direkt das Gefühl, man ist irgendwo in Australien. Da würde nur noch eins fehlen, um es perfekt zu machen, und zwar, wenn die beiden Operator aus Australien auch so einen richtig krassen Akzent bzw. Dialekt haben. Let's fucking go, mate! Ubisoft sagt zur Karte, dass man die Map in drei markante Abschnitte unterteilt hat. Das wären zum einen die Werkstatt, das Motel und das Restaurant. Es wird für jeden Bereich bestimmte Farben geben und mit Hilfe von Beleuchtung und Geometrie wird dafür gesorgt, dass man anscheinend automatisch weiß, wo man hin muss. Beim Gestalten und beim Aufbau der Map hat man sich wohl an zwei Fan-Favoriten orientiert. Und das wären einmal Oregon und Clubhouse. Persönlich musste ich an Favela denken, als ich zum allerersten Mal den Trailer gesehen habe. Und ich möchte mal ganz kurz Ubisoft zitieren. Zitat: Darüber hinaus lag der Schwerpunkt darauf, sich auf einen Gameplay-Stil zu besinnen, an dem die Spieler bereits in der Vergangenheit gefallen hatten, ohne die aktuelle Meta zu missachten. Wir wollten das Gewicht der Entscheidungen der Spieler betonen. So gibt es beispielsweise zwischen allen Abschnitten eine begrenzte Anzahl von Türen. Fährt Wong fort, umherstreifen. Operator können immer noch neue Wege schaffen, indem sie Wände zerstören. Und als weitere Option besteht die Möglichkeit, das Stockwerk zum Flakieren zu wechseln. Es ist eine Karte mittlerer Größe, daher müssen Spieler nicht lange suchen, um alternative Wege zu finden. Zitat Ende. Wenn ich gerade ein bisschen komisch klinge und nuschel, das liegt daran, ich bin mal wieder krank, mir geht's nicht so gut und trotzdem wollte ich das Video noch für euch fertig machen. Eventuell haben wir sogar noch ein kleines Easter Egg, und zwar heißt das Känguru, was ganz am Anfang vom Trailer zu sehen ist, Norman, und man soll es nicht anstarren. Es könnte sein, wenn man es also die ganze Zeit anguckt, dass dann irgendwas passiert. Das müssen wir dann testen, sobald die Map draußen ist. Ein kleines Easter Egg möchte ich euch jetzt schon zeigen, das ist mir fast entgangen, aber wenn man ganz am Anfang darauf achtet, links von der Straße und auf dem Feld ist ein Schild, ein bisschen Eigenwerbung von Ubisoft, und zwar ist dann Werbeschild von Trials Fusion. Ich könnte mir gut vorstellen, dass es wieder drei oder sogar vier Spawnpunkte geben wird. Und dort, wo ich markiert habe, wird wohl ungefähr ein Spawnpunkt sein zum Auswählen. Ich bin natürlich nicht sicher, werden wir alles sehen, aber das sieht schon relativ einladend dazu aus, dort irgendwo seinen Operator spawnen zu lassen. Und wie in vorangegangenen Analysen wird es wahrscheinlich auch wieder so sein, dass ich recht habe. Also, IBIMS 1 nice. Hier kann man schon etwas mehr von den Gebäuden sehen, beziehungsweise von etwas näher dran. Wir haben einmal das große grüne Gebäude wegen der grünen Außenfassade und einmal dahinter das gelbe Gebäude. Und rechts davon halt dieser kleine, ja, sagen wir mal, Schrottplatz, Abstellplatz für diese Container, wo man wahrscheinlich auch spawnen wird, wie ich es eben schon beschrieben habe. Und da wird es auf jeden Fall auch gute Places für Valkyrie-Camps geben, wenn man die rauswerfen kann durch die Fenster. Oben glaube ich, dass es kein Oberlicht sein wird, und das werde ich euch gleich auch noch weiter erklären, warum ich das denke. Hier ist Sledge zu sehen, der sich den Weg zu den Häusern bahnen will, durch die Container durch. Damit ist man auch so ein bisschen vor Spawn-Kills geschützt, damit die Leute da nicht so rausbitschen können. Das finde ich schon mal ganz cool gemacht auf jeden Fall, da haben sich schon ein bisschen Gedanken gemacht. Was halt auch deutlich wird durch den Trailer ist die Vielfalt. Also wir haben hier zum Beispiel auch Schlauchgänge, wie jetzt hier zu sehen, à la COD, also kleine Gänge, wo kurze, intensive Feuergefechte zustande kommen können, oder auch weitere Areale, wo man ein bisschen sich noch verstecken kann oder sowas in der Richtung. Das ist halt schon ziemlich cool. Hier ist das nächste kleine Easter Egg, und zwar gehört dieser Hut da vorne auf dem Hutständer Crocodile Dundee. Die Jüngeren unter euch werden ihn wahrscheinlich nicht mehr kennen, ich schon, weil ich damit groß geworden bin. Ich finde es witzig. Diesem Bild hier können wir gleich drei Sachen entnehmen. Zum einen ist dort ein Hatch, das heißt also, dieser Raum wird sich mindestens im ersten Stock befinden, sodass man von oben nach unten droppen kann, ins Erdgeschoss rein. Dann wirkt dieser Raum extrem, also für mich zumindest extrem rauskopiert aus der Map Fortress von dem einen Bombenspot. Und damit kommen wir auch schon zum dritten Punkt. Ich glaube, dieser Raum wird ein Bombenspot sein. Den Hai feiere ich übrigens richtig krass. Das ist übrigens das Gebäude mit der grünen Außenfassade, was ich euch vorhin gezeigt habe. Worauf ich auch nochmal zurückkommen wollte, war das Skylight oben. Ich glaube nicht, dass man oben diese gelblich scheinenden Fenster zerstören kann, denn es würde so ein bisschen das Ambiente vom Raum nehmen. Ich glaube nicht, dass das gewollt ist. Ich kann mich natürlich auch irren, wir werden es ja dann im Endeffekt sehen. Das ist auf jeden Fall das, worauf ich hinausgehen wollte, dass ich nicht glaube, dass dieses Skylight zerstörbar ist.
Die Garage hier, die finde ich auch nochmal ziemlich wichtig zu erwähnen. Ich glaube auch, dass es sich hierbei um einen Bombenspot handeln wird, weil man gerade von oben angreifen kann, wie man sieht, durch die Tür. Man kann von unten rechts kommen, man kann über die Treppe kommen, man kann unten rechts auch noch die Wall verstärken, wenn man das will, oder vielleicht eine Rotation da reinbauen. Hier könnte auch eine gut platzierte Valkyrie-Cam Abhilfe schaffen. Den Raum hier solltet ihr euch auf jeden Fall merken, den finde ich zumindest sehr interessant. Hier zum Schluss des Trailers sieht man einmal nochmal komplett die gegenüberliegende Seite der Map, also quasi gegenüberliegend zur Straße auf der anderen Seite. Man sieht hier noch einen Balkon, den man sicherlich entlang gehen kann, wo man eine Entry sich suchen kann, oder auch rechts beim blauen Gebäude sieht man auch noch, dass ein Container nach oben führt, dieser kleine Anhänger da, der führt nochmal rein ins blaue Gebäude. Also hier sind auf jeden Fall nochmal ohne Ende Wege geschaffen, um reinzukommen. Das finde ich sehr, sehr cool. Es wird natürlich auch Möglichkeiten geben, dass die Verteidiger von innen nach außen wirken können, um euch schon direkt, bevor ihr überhaupt reinkommt, daran zu hindern. Aber ich schätze mal, das wird auch wieder so eine Sache sein, wer das bessere Aim hat, der gewinnt da. Wir haben mit der Map auf jeden Fall ein paar brauchbare strategische Möglichkeiten, das finde ich sehr gut. Die Map ist relativ verwinkelt, man kommt durch viele Eingänge rein, das gefällt mir sehr gut. Aber lasst uns gerne in den Kommentaren darüber weiterreden, ich lese alles, werde auch ein paar Sachen beantworten und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Euer Olix und ciao.